Willkommen zurück. So. Ich sehe Anzeichen für das Wirken des Hofs in ganz Sommersend. Aber den Hof selbst nicht. Ich glaube, der Hof des Aufruhrs ist kleiner, als wir dachten. Genug davon fürs Erste. Sehen wir, was unsere Freundin Neues weiß. Ihr seid zurück, aber ohne den Dämmerbrecher. Wart ihr nicht in der Lage, in Kontakt mit Meridia zu treten? Verzeiht mir meine Ungeduld. Diese Unfähigkeit, mich zu erinnern, macht mich reizbar. Fahrt fort. Was habt ihr erfahren? Der Hof greift die Kulte von Azura und Meridia an, aber ich konnte mit Meridia sprechen. Der Hof des Aufruhrs schaltet die Kulte der anderen Fürsten aus? Aus welchem Grund? Ihr sagtet, dass ihr Kontakt zu Meridia aufnehmen konntet. Warum hat sie euch dann keinen instand gesetzten Dämmerbrecher gegeben? Wir können mit dem Dämmerstein den goldenen Ritter finden. Er kann dann den Dämmerbrecher instand setzen. Wie vermutet. Ich werde Valsiren mit euch in Mephalas Reich schicken, um den goldenen Ritter zu retten. Meridia meinte, dass man versucht, in ihr Reich einzudringen. Ich glaube, die Triade der Fürsten greift Meridia an. Sicher eine verstörende Entwicklung, aber wir müssen weiter hoffen, dass Meridia sich selbst schützen kann. Ich öffne ein Portal zu Mephalas Spiralstrang, sobald ihr bereit seid. Dann könnt ihr den Edelstein verwenden, um den goldenen Ritter zu finden. Ich bin bereit. Mephalas Reich kann einen einschüchtern, aber ich werde ständig bei euch sein. Denkt daran, immer auf euer Ziel konzentriert zu bleiben. Ansonsten geht ihr auf den zahllosen Pfaden der Traumhöhle verloren. Und was ihr auch tut, verliert nicht den Edelstein. Seid ihr da? Ich glaube, wir wurden getrennt. Ja, sieht so aus. Wo müssen wir denn hin? Da seid ihr ja. Ich bin hier oben. Sucht einen Weg nach oben, während ich mich umschaue. Wo ist denn... Ach, da oben. Hallöchen. einen Weg nach oben suchen. Ja, kein Problem. Wir folgen mal im Gang hier. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Spinnen hasse? Und warum müssen die mal alle so hässlich aussehen? Ich wollte gerade sagen, hallo? Verbrenn es einfach. Das ist wie ein Labyrinth. Lauter Sackgassen und Flure, die nirgendwo hinführen. Ja, ich hoffe doch mal schon, dass es... Dämmerstern ein. Vielleicht enthüllt er einen Pfad, den wir nicht sehen. Irgendwo hinführt. Hui, wir gehen schwimmen. Ich glaube, hier macht irgendwas Jagd auf mich. Oh nein! Verteidige dich, bis ich da bin, dann werde ich das übernehmen. Geh mir nicht auf den Sack. Muss sie retten. Ob ich sie retten muss, weiß ich nicht, aber ich muss auf jeden Fall da hinkommen. Könntest du mal so... Okay, der ist so freundlich und kommt gar nicht rüber. Okay, lassen wir das einfach. Ich denke, ich muss... Ja, ich muss da hinten hin. Nein, ich hätte mit dir gekämpft, aber jetzt kämpfe ich nicht mehr mit dir. Komm, Basti, wir laufen jetzt einfach weiter durch. Das geht ja nicht hier. Ich kann mich ja nicht hier mit alles und jeden aufhalten. Oh, nee, nicht du auch noch. Na gut, ich verstehe, dass ich dich noch... bekämpfen muss, weil ich da unten durch die Tür durch muss. Hallo? So geht das nicht hier. So, Basti, kümmer du dich mal um den Rest. Benutzt den, was? Jetzt hier durchschwimmen oder nicht? Ich komme hier nicht weiter. Hallo?
Hallo? Kann ich hier was drücken? Juhu! Würde gerne E drücken oder so, wenn es genehm ist. Ah. Okay. Ich denke mal da. Ja, da geht's weiter. Für den Hallöchen, guten Tag. Ja, mach du das mal alles für den Ruhm. Kein Thema. Ich gehe dann so lange schon mal weiter. Kann aber nichts machen, weil die mich schon wieder nerven hier. Warum verstehen die Gegner eigentlich nicht, wenn man durchläuft, dass man nicht kämpfen will, sondern dass man gerade erstmal seine Aufgabe erledigen will? Hi! Den Sternen sei Dank. Ich kann wieder atmen. Das ist schön. Ich bin hier gerade beschäftigt. Was willst du hier eigentlich von mir? Kann ich mich jetzt mal unterhalten? Danke. Ich konnte nicht atmen. Wie gewöhnlich habt ihr mich gerade noch rechtzeitig gefunden. Die Bestie, die mich gefangen hatte. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Geht es euch gut? Mir ist ein wenig schwindelig, aber ich komme zurecht. Da wir nun zusammengefunden haben, können wir uns auf die Suche nach dem goldenen Ritter konzentrieren. Und wenn diese Bestie ihre Kiefer erneut zeigt, bin ich bereit dafür. Was für eine Bestie hat euch angegriffen? Etwas mit dem Leib einer riesigen Spinne und... Nun, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war eine Kreatur, die unmittelbar meinen Albträumen entstammt. Genau das, was man im Reich einer dädrischen Fürstin erwartet. Sei's drum. Suchen wir nach dem goldenen Ritter. Ja, dann gehen wir mal wieder ein Stück zurück. Aber hier oben irgendwo rum. Nervt mich jetzt mal nicht, weil hier vorne ist die Tür. Hallo? Muss ich da nichts aktivieren? Kann ich da so rein? Nein? Hallöchen. Darf ich auch mal E drücken? Leute, ich würde gerne das Spiel spielen können. Alter, wieso kann ich jetzt hier wieder nichts drücken? Ah, Trick 17, eine Rolle machen, hat kurz funktioniert. Jetzt wieder nicht mehr, hä? Leute. Also die Bugs sind wirklich teilweise sehr nervig gerade. Ich kann auch nicht da durchschwimmen, oder? Es ist ja alles auf, darauf ausgelegt. Ja, die steht da auch nur doof rum. Hallo? Leute. Ah, Moment. Oh, von 3 Kilometer Entfernung kann ich nutzen. Was ist der von Dämmerstein enthüllte Bart? Oh. Wie gern würde ich hier drin Portalmagie. Nerv mich jetzt nicht mit der Portalmagie. Ey, ich habe gerade schon die Krise wegen diesem Ding. Das war eine sehr unangenehme Erfahrung. Ja, finde ich auch. Man steht eine halbe Stunde davor gefühlt. Kann die ganze Zeit nichts machen. Das ist ja noch ein ganzes Stück weiter, okay. Ja, das ist schön. Kommst du auch mit? Das sieht richtig cool aus hier drin. Vor allen Dingen... Ach, ich weiß, was das ist. Haha. Ja, jetzt muss ich dich noch besiegen, damit ich da durchkomme. Dann kommen die ganzen Rutscher auch alle. Super. Ah. Das ist echt nervig. Hallo? Wolltest du das vielleicht vorher mal andeuten, dass du das machst? Mann, 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 Mann. Hallo? Ich möchte verbrennen. Das ist aus dem Verlies. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist nämlich genau die gleiche Umgebung. Mephala würde etwas so Kostbares wie Meridias goldenen Ritter nicht ungeschützt lassen. Das haben wir zigmal gemacht. Das hat uns sehr genervt.
Das kann ich nur sagen. Gerade am Anfang, wo man noch nicht wusste, wie alles funktioniert. Oh, sonst hüllen meine Netze. Als nächstes euer Mäulchen. Was du jetzt? Ich halte. Oh, hochelfische. Sie warnen. Jetzt nerv mich mal nicht. Ich will doch nur sehen, was ich gerade bekommen habe. Ach, da so. Hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Basti, du machst doch schon. Aber ich muss ihm helfen. Sieht ja schon ziemlich cool aus, so, ne? So. Machen wir eben einen Screenshot davon, wenn wir eh nichts machen können hier. Basti, hast es jetzt mal bald. Kann ich mich jetzt mal um ihn kümmern? Hä? Warum schießt sie da hinten hin, wenn ich dahin visiere? Hallöchen. Oder muss ich das wieder von 3 Kilometer Entfernung ausmachen? Wir sind auf hier. Ah, endlich. Das hat ja gedauert. Ja, finde ich auch. Stunden mit der Rettung. Euer Dank hat einen hohlen Klang, Ritter. Oh, ich kann sehr dankbar sein, Liebes. Vielleicht sollten wir ihn einfach hier lassen. Der Ritenmeister versteht das sicher. Ich kenne beide Seiten von ihm. Er ist ganz sympathisch. Oh, das ist peinlich. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie euer alter Freund Darien Meridias Champion wurde und dann in diesen ganzen klebrigen Spinnenweben landete. Das ist wirklich eine lustige Geschichte. Ich warte besser mit dem Erzählen, bis wir aus diesem Reich entkommen sind. Ich werde es aber nicht vergessen, Darien. Ihr seid der Goldene Ritter, jener, der versucht hat, mit uns in Kontakt zu treten. Schuldig im Sinne der Anklage. Meridia hat mich entsandt, um meine Hilfe anzubieten, aber diese anderen Fürsten mischten sich weiter ein. Und dann wurde ich in diese Grube von Spinnenhuren verschleppt. Hör zu, wir können später noch Geschichten austauschen. Jetzt sollten wir erstmal hier rauskommen. Ihr habt recht. Verschwinden wir von hier. Es gibt nur ein kleines Problem. Wir können nicht einfach durch eine Tür zurück nach Tamriel spazieren. Glaubt mir, ich habe es versucht. Wie habt ihr mich überhaupt gefunden? Mephala hat doch ganz klar gesagt, dass sie mich an einem Ort verbirgt, wo niemand nachschauen würde. Ja, ja gut, nachgeschaut haben wir auch nicht. ich habe den Edelstein-Dämmerstern geborgen, den ihr fallen gelassen habt. Er führte mich schnurstracks zu euch. Ach ja. Der Edelstein. Das ergibt Sinn. Ich verstehe durchaus. Ihr braucht Meridias Champion. Deswegen bin ich hier. Und mit dem Edelstein kann ich Dämmerbrecher instand setzen. Nur damit ihr es wisst, ich fühle mich schrecklich. So kann ich auf keinen Fall kämpfen. Bleibt dicht an mir dran. Ich bringe euch hier raus. Verschwinden wir und treffen wir uns draußen. Kommt mit, Darien. Der arme Kerl kann zwar nicht laufen, aber Hauptsache, wir rennen hier einfach mal durch die Gegend. Macht ein Portal auf! Schnell! Achso. Ich kann ein Portal zur Traumhöhle öffnen, aber das Ritual wird Zeit brauchen und höchstwahrscheinlich Mephalas Dedra anlocken. Ihr müsst sie aufhalten, bis der Ritenmeister meiner Bitte nachkommt. Ich werde die Dedra beschäftigen, während ihr das Ritual abschließt. Ich werde euch nicht helfen können, während ich zaubere. Und der Goldene Ritter scheint auch nicht zum Kämpfen in der Lage zu sein. Ich fürchte, ihr seid auf euch allein gestellt, meine Freundin. Ach, was denn? Hin und wieder ist Basti auch ganz brauchbar. Möge meine Stimme die Barriere zwischen hier und der Traumhöhle durchdringen. Basti ist zwar viel zu spät da. Erst nachdem ich schon geschossen habe. Kommt da noch was? Da würde ich mal kurz einsammeln. Haltet sie noch einen Moment zurück! Ja, ja, ja! Muss nur gucken. Da hinten ist einer. So nicht, mein Freund. Wieso kommen die jetzt auch von den anderen Seiten? Ich dachte, die kommen nur von vorne. Ich spüre, wie sich das Portal öffnet. Der macht schneller. Bei den Sternen. Das Spinnenvieh. Oh. Das Spinnenvieh, ja, das ist ein guter Name dafür. Können wir? Das Portal ist offen. Verschwinden wir von hier. Okay. Hallöchen, wo ist er? Da ist er.
Walsiren, bringt den Ritter zu den Heilern. Um das Schwert. Ihr und Walsiren habt Mephalas Reich betreten und Meridias goldenen Ritter gerettet. Mehr kann ich nicht von euch verlangen, meine Freundin. Ich nehme an, Darien denkt, er kann den Dämmerbrecher reparieren? Darien meinte, er könnte das Schwert Dämmerbrecher wieder instand setzen. Das hatte ich gehofft. Der goldene Ritter wird aber erst einen Teil seiner Kraft zurückgewinnen müssen. Wer weiß, welche Qualen er durch Mephala und ihre Kreaturen erleiden musste. Das ist ein Schicksal, das ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen würde. Was hoffen die drei dädrischen Fürsten zu erreichen? Wer kann schon sagen, was solche Wesen antreibt? Mit den Seekrecken zusammenzuarbeiten, ihre Anhänger auf Kultisten der anderen Fürsten zu hetzen, Angriffe auf rivalisierende Reiche des Vergessens zu unternehmen. Bei solchen Taten wird einem ganz schwindelig. Wann können wir versuchen, die Barriere zu durchbrechen? Ritter Darien muss seine Kraft zurückgewinnen und dann den Dämmerbrecher wiederherstellen. Danach können wir versuchen, den Weg freizumachen, um herauszufinden, wohin ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes gebracht habe. Nehmt fürs Erste dies mit meinem Dank. Ja, und das sind schwere, verstärkte Schultern vom Set Anmut der Gräue. Während sich der goldene Ritter erholt, müssen wir Vorbereitungen für das Durchbrechen der dädrischen Barriere treffen. Da ich mich nicht erinnern kann, wohin genau dieser eine Pfad führt, werden wir auf alles vorbereitet sein müssen. Ich muss euch auch noch von einer weiteren Erinnerung erzählen. Könnt ihr euch noch an etwas anderes erinnern? Meine Erinnerungen kehren langsam zurück, Stück für Stück. Als ihr auf der Suche nach dem Ritter wart, ist mir wieder etwas eingefallen. Die Stimme einer Frau, kaum mehr als ein Flüstern. Wunderschön, aber in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Sie wiederholt immer wieder die gleichen Worte. Was meint ihr, was diese Erinnerung bedeutet? Ich vermute, dass die Sprache uralt ist. Sie könnte vielleicht sogar älter als die Sprachen Tamriels sein. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Erinnerung mit der Barriere in der Traumhöhle in Verbindung steht und damit, wo ich das Herz versteckt habe. Meine Freundin, wir müssen die Bedeutung dieser Worte aufdecken. Ich werde euch helfen, soweit ich kann. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Ich habe Oriandra in mein Arbeitszimmer geschickt, um meine Erinnerungen durchzugehen und zu sehen, ob sie die uralten Worte übersetzen kann. Ich schlug ihr sogar einen Gelehrten vor, den sie kontaktieren kann. Ein Experte auf dem Gebiet der alten Sprachen und obskuren Dialekte. Geht. Schaut, ob sie Fortschritte macht. Ihr habt eine Ahnung, welche Sprache diese Stimme spricht? Nein. Ich habe einfach das Gefühl, dass diese Worte der Schlüssel dazu sind, wo ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes versteckt habe. Ich weiß, dass es keine Sprache ist, die aus Tamriel stammt. Oder sonst irgendwo aus Nirn. Sie fühlt sich uralt an. Fremd. Ich hoffe, der Experte erkennt sie. Wer ist dieser Experte? Forte, der Großdirigent des Hauses der Träumereien. Wir haben uns schon früher wissenschaftlich ausgetauscht. Und er denkt, dass die Sprache etwas mit Steintafeln zu tun haben könnte, die er einmal in Ebenstadt Mond studiert hat. Jetzt geht und seht, ob Oriandra Fortschritte dabei gemacht hat, meine Erinnerungen zu betrachten. Okay. Ja, dann würde ich allerdings sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.